Der Geigenspieler vom Weihnachtsmarkt. Am liebsten mag Mia auf dem Weihnachtsmarkt Benno den Geigenspieler. Sie steht oft bei ihm und lauscht seiner Musik. Leider freut nur wenige Leute Bennos Geigenspiel und kaum einer wirft eine Münze in den Hut auf Bennos Geigenkasten. Auch Benno, glaubt Mia, scheint keine rechte Freude an seiner Musik zu haben. Sein Blick ist voller Traurigkeit. »Warum lachst du nie?« fragt Mia den traurigen Geiger. »Ich kann mich nicht freuen«, antwortete der. »Niemand mag meine Musik hören.« »Bin ich niemand?« fragt Mia empört. »Mir gefällt deine Musik und ich wünsche mir zu Weihnachten eine Geige. Das ist mein größter Wunsch.« Jetzt lächelt Benno ein wenig. Und Mia wird mutiger. »Was ist dein größter Wunsch?« fragt sie. Benno seufzt. »Meinen Wunsch kann man nicht in bunte Päckchen packen. Ich möchte so wunderschöne Musik machen, dass die Leute beim Zuhören für eine Weile ihre Sorgen vergessen. Auf einer Bühne möchte ich stehen, vor vielen tausend Leuten, und alle sollen sich freuen. Das wäre schön.« »Aber leider«, fügt er leise hinzu, »ist das einer von den Wünschen, die nie in Erfüllung gehen.« Er hebt die Geige und beginnt zu spielen. Ein Weihnachtslied, das traurig klingt und sehnsüchtig. Nachdenklich schlendert Mia später über den Weihnachtsmarkt. »Würde Bennos größter Wunsch wirklich nie in Erfüllung gehen?« »Man müsste 1000 Leute suchen«, überlegt sie. »Aber wie?« Und weil ihr nichts Besseres einfällt, fragt sie jeden, den sie trifft. »Kennt ihr 1000 Leute, die wunderschöne Musik hören und sich freuen möchten?« Die Leute lachen nur. Die Brezelfrau aber, die Bennos Musik auch über alles liebt, hat eine Idee. »Ich wüsste, wie man eine Weihnachtsfreude bereiten könnte«, sagt sie. »Doch viele tausend Leute sind das nicht.« »Egal«, sagt Mia, »wenn sie sich nur freuen.« »Bestimmt.« Die Brezelfrau nimmt ihren Korb und führt Mia zu einem hässlichen alten Haus mit einem hässlichen dunklen Hof in einer hässlichen engen Gasse, nicht weit entfernt vom glitzernd bunten Weihnachtsmarkt. Es ist so hässlich und dunkel, dass Mia friert. Und da leben Menschen? Mia ist erschrocken. Hier gibt es bestimmt nicht viel zum Freuen. Das denkt die Brezelfrau wohl auch, denn sie sagt, »Hier könnt ihr mit eurer Weihnachtsmusik etwas Gutes tun.« Mia nickt. »Bestimmt.« Gemeinsam mit einigen Bewohnern des alten Hauses bauen sie in dem dunklen Hof eine kleine Bühne auf. Die Kinder laufen jubelnd durch die enge Gasse und rufen, »Kommt heute Abend! Kommt alle! Im Hof gibt es eine wunderschöne Weihnachtsmusik.« Das spricht sich schnell herum und viele sagen, wir kommen gerne. Auch Bäcker Meier hört das am Ende der engen Gasse und ihm gefällt die Idee so gut, dass er große Körbe mit Brezeln, Brötchen, Lebkuchen und Weihnachtsplätzchen packt. Er sagt auch seinem Freund, dem Metzger Müller, Bescheid. Und der hat auch einige Tüten voller Bratwürstchen für das Fest übrig. Ja, und sonst tut sich auch noch einiges. Ach, wenn Benno das hört, denkt Mia voller Vorfreude, der wird sich bestimmt riesig freuen. Benno staunt nicht schlecht, als Mia ihn später zu dem hässlichen alten Haus führt. Doch was ist das? Viele Menschen aus dem Haus, aus der Gasse und aus der Stadt, Junge und Alte, Arme und nicht ganz so Arme, Zerlumpte und Vornehme, warten in dem gar nicht mehr hässlichen Hof, der vom Schein vieler Kerzen erhellt ist. Und alle rufen, fang an zu spielen, schnell, fang an.
Und da fängt Benno an. Er spielt und spielt, und er hat noch nie so gut gespielt wie an diesem Abend. Das finden auch seine Zuhörer, wenn es auch keine viele tausend sind. Sie singen, tanzen und freuen sich. Ein Lächeln liegt auf ihrem Gesicht, so glücklich und froh, wie man es in dem dunklen Hinterhof schon lange nicht mehr gesehen hat.